Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katha. Hallo! Und schau mal, Katha, wir haben drei verschiedene Bauflächen und wir werden ein richtig toll cooles Sportauto bauen. Wir haben hier für das erste Sportauto 5 Sekunden nur Zeit. Für das zweite haben wir schon 1 Minute Zeit. Und für das dritte und letzte Sportauto haben wir 5 Minuten Zeit. Das bedeutet, ich werde hier als allererstes zum einen das 5 Sekunden, das 1 Minuten und das 5 Minuten Sportauto bauen. Du wirst hier hinten dran sein, darfst nicht spickeln und kannst die Zeit stoppen. Ja, und dann bist du dran und ich bin sehr gespannt, welche Sportwagen besser aussehen. Ich habe alles vorbereitet, was ich brauche. Es ist ziemlich knifflig. Okay, ich bin bereit, Katha. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig und los. 5 Sekunden. Okay. Schnell. Das ist so schnell. Oh nein, ich sollte keine Details bauen. Und stopp. Nein. Das ist schon 5 Sekunden. Ich hätte die Buttons hier nicht bauen sollen. Ich hätte erstmal grundlegend das Auto bauen sollen. Okay, das ist mein 5 Sekunden Sportwagen. Okay, es geht weiter. Sieht der nicht gut aus? Nee, der sieht absolut nicht gut aus. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall 1 Minute Zeit für meinen Sportwagen. Ich bin bereit. 1 Minute beginnt genau jetzt. Okay, sehr gut. Die Reifen werden erstmal platziert. Okay, ich muss mich bei einer Minute sehr doll beeilen. Es soll auf jeden Fall natürlich sehr, sehr sportlich aussehen. Hier kommen auf jeden Fall die Fensterscheiben so hin. Oh, ich bin mir echt nicht ganz sicher. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. Ich muss mich beeilen. Hier brauche ich auch nochmal Reifen. Okay, 4 Reifen habe ich. Wie viel Zeit habe ich noch? Über 30 Sekunden. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier kommt ein Reifen hin, hier kommt ein Reifen hin. Oh, das sieht noch nicht so aus wie ein Sportwagen. Hier kommt auf jeden Fall der Spoiler hin. Der soll so aussehen. Oh, der sieht auch nicht so gut aus, muss ich sagen. 30 Sekunden noch. Oh, nö. Der Spoiler wäre hier so. Und hier müsste ich eigentlich auch zubauen insgesamt. So, zack. Oh, das sieht nicht so aus, wie es aussehen soll, Katha. 15 Sekunden. Oh, nö. Was habe ich denn hier gebaut? Kann man das wenigstens ein bisschen erkennen? Ja, den Spoiler könnte ich noch ein bisschen höher bauen. Moment mal, vielleicht baue ich den so. Und dann hätte ich hier die Halterung. 5, 4. Nee, drei, stopp kurz. 2. Nee. 1, stopp. Och, was ist das denn? Das ist mein 1-Minuten-Sportwagen. Der sieht absolut nicht so aus, wie ich ihn bauen wollte. Och, es geht. Okay. Oh. Dann geht's weiter zum 5-Minuten-Sportwagen. Jetzt habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Zeit. Und ich bin bereit, Katha. Okay, 5 Minuten ab. Jetzt. So, jetzt muss aber was richtig Schönes kommen. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich werde den Sportwagen auf jeden Fall so schräg bauen. Vielleicht so groß. Die Reifen platziere ich hier als erstes erstmal hin. Ganz genau so. Dann werde ich jetzt hier erstmal die Front meines Sportwagens bauen. Wie mache ich die denn? Ich glaube, ich baue die so insgesamt. Dann kommt hier Glas hin. Das Glas werde ich hier wie eine Art Treppe bauen. Vielleicht soll ich auch ein bisschen kleiner bauen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe eine Idee. Ich werde hier so Art Radkästen bauen. Vielleicht ganz genau so kann man das gut erkennen. Ja, ich glaube, das sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Dasselbe würde ich auch hier auf die Seite bauen. Das Rad kommt hier so hin und wird umringt von dem Holz. Ganz genau so. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Dann sieht das Auto von vorne so aus. Sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus, muss ich sagen. Hier vorne wird zugebaut, beziehungsweise natürlich hier auch an den Seiten. Über 1 Minute schon vorbei. Oh nein, 1 Minute schon vorbei. Ich habe noch 4 Minuten Zeit. Und jetzt werde ich auf jeden Fall versuchen, einen relativ schönen Spoiler hier hinten dran zu bauen. Das sieht auf jeden Fall schon relativ gut aus, muss ich sagen. Zack und zack. Ich muss mich so schnell beeilen hier insgesamt. Dann kommen hier auf jeden Fall die Sitze rein. Ich würde die vielleicht so platzieren, vielleicht noch ein bisschen näher. 2 Minuten ist auch vorbei. Oh nö, ich habe noch 3 Minuten Zeit. Das gibt's doch nicht. So, zack. Dann wird hier auf der Seite auch zugebaut. Auf der anderen Seite natürlich auch. Ich brauche natürlich noch eine Autotür hier bei meinem Sportwagen. Und noch ein Dach fällt mir gerade auf. Stimmt. Okay, das Dach werde ich aus Sandstone bauen. Sieht das gut aus? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, Katha. Es sieht nicht allzu gut aus, muss ich sagen. Okay, so würde mein Supersportwagen bis jetzt aussehen. Jetzt werde ich hier noch schnellstmöglich eine Straße bauen. Wie viel Zeit habe ich noch? Fast noch 2 Minuten. Oh, noch 2 Minuten. Sehr gut. Ja, okay. Dann werde ich hier auf jeden Fall schnellstmöglich eine Straße bauen insgesamt. Und da werde ich vielleicht noch einen kleinen Bürgersteig machen mit ein paar Lampen. Ich glaube, das sieht ja ganz gut aus. Dann kommt hier die Straße auf jeden Fall hin. Ich muss mich sehr doll beeilen, dass die auf jeden Fall fertig wird, die Straße. So und so. Ja, das sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Wie lange habe ich noch? Noch jetzt fast 1 Minute. Oh, noch 1 Minute. Schnell. Okay, die Straße sollte ich aber auf jeden Fall schaffen insgesamt. Hier in die Mitte kommt natürlich wieder die Markierungen. Ganz genau so. Straße kommt hier hin, hier hin. Okay, Straße habe ich auf jeden Fall gleich schon geschafft. Das Gras wird natürlich auch ersetzt. Ganz genau so. Ja, sehr gut. Okay. 50 Sekunden. Oh, oh. Okay, mein 5-Sekunden-Sportwagen sieht echt nicht so gut aus. Du kannst dich sehr gerne umdrehen. Und, oh nein. Was hast du denn?
Oh Gott, du wolltest halt wirklich Reifen bauen. Ja, ich wollte Reifen bauen, aber das zeitlich war es echt ein bisschen knapp insgesamt, muss ich sagen. Also mein 5-Sekunden-Sportwagen sieht echt nicht so gut aus. Du kannst gerne mitkommen zum 1-Minuten-Sportwagen. Der sieht schon tatsächlich ein bisschen besser aus. So. Du kannst dich sehr gerne umdrehen, Katja. Und ja, okay, voll der schöne Übergang. Dankeschön. Ist auf jeden Fall schon mehr ein Auto, hat 4 Reifen. Ja, hier vorne die Frontscheibe. Hier hinten sollte der Spoiler gebaut werden. Da hatte ich leider keine Zeit mehr. Ich hätte, glaube ich, das 1-Minuten-Auto ein bisschen kleiner bauen sollen, dass ich damit auf jeden Fall fertig werde. Aber sieht auf jeden Fall schon viel, viel besser aus als mein 5-Sekunden-Sportwagen. Okay, und jetzt, Katja, kannst du sehr doll gerne zu meinem 5-Minuten-Sportwagen rübergehen. Oh, es jetzt sieht sehr speziell aus, muss ich sagen. Du kannst dich sehr gerne umdrehen. Was? Hä, was ist das denn geworden? Das sieht aus wie, oh mein Gott, Epic, du hast einfach einen Fisch gebaut von oben. Hey, ist kein Fisch. Oh, sie sieht echt aus wie ein Fisch. Ich habe einen Fisch gebaut. Ein Fischauto. Oh mein Gott. Ich wollte hier ein paar Flügel bauen. Schau mal von vorne. Die Flügel sind einfach Fischärmchen. Och nö, ich hätte mal auf jeden Fall die Front des Autos. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Mal gucken, ob ich das besser mache. Ich bin wirklich sehr doll gespannt, wie deine Sportwagen aussehen werden. Und Katja, jetzt bist ich du dran. Und ich stopp die Zeit insgesamt. Bist du bereit? Ja, bin ich. Und deine 5 Sekunden laufen ab jetzt. Oh, und 2 Sekunden, 3, 4 und 5 Sekunden sind rum. Nice. Sieht richtig aus wie ein Sportwagen. Oh nein, ich bin sehr doll gespannt. Und jetzt, Katja, hast du 1 Minute Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie der Sportwagen aussieht. Okay, bist du bereit? Mhm. Deine 1 Minute läuft ab jetzt. Noch 15 Sekunden. Oh oh. Und noch 10 Sekunden. Und du hast noch 5 Sekunden Zeit. 3, 2, 1. Und deine Zeit ist vorbei. Nein! Und jetzt, Katja, hast du einfach 5 Minuten Zeit, deinen Sportwagen zu bauen. Da bin ich auch super, super, super doll gespannt. Das sieht komisch aus. Oh nein. Deine 5 Minuten laufen ab jetzt. Noch 15 Sekunden. Ja. Oh, oh, oh. Und noch 10 Sekunden. Und 5, 4, 3. Was ist das? 2, 1 und stopp insgesamt. 5 Minuten sind um. Na gut, okay. Ich hol dich mal ab. Hallöchen. Hallo. Okay, es geht zum 5-Sekunden-Sportwagen. Da bin ich sehr doll gespannt. Ja. Kann ich mich umdrehen? Aha. Oh. Wow. Oh, was hast du denn hier alles gebaut? Okay, das ist auf jeden Fall hier die Front des Autos. Du hast hier die 2 Reifen schon mal platziert, plus die 2 Sitze. Ja. Du hast in 5 Sekunden relativ viel geschafft hier tatsächlich. Dann geht's hier zu deinem 1-Minuten-Sportwagen. Ich drehe mich um und... Oh, okay, das sieht cool aus. Hier mit dem Dach drüber, das sieht wirklich sehr sportlich aus, muss ich sagen. Danke. Das sieht besser aus als bei 5 Minuten fast den schon. Den Boden reingebaut. Man sieht ja auf jeden Fall schon den Fortschritt von 5 Sekunden zu 1 Minute. Und jetzt, Katja, geht zu deinem 5-Minuten-Sportwagen. Das sieht aus wie ein großes Kart. Ich drehe mich um und... Oh, was hast du denn hier gebaut? Riesig. Das sieht wirklich aus wie so ein Kart. Oh nein. Du hast ja aber sogar rosane Buttons platziert. Ja. Hier ist alles rosa. Innen drin hast du auch alles schön gebaut. Sogar eine Ampel haben wir hier. Oh, wie das aussieht. Aber es gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Und schau mal hier oben, Karte. Oh nein, das hier ist mein 5-Sekunden-Sportwagen. Und das hier unten ist deiner. Das sieht deiner auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Du hast viel mehr gebaut hier insgesamt. Vor allen Dingen 2 Sitze auch. Dann komme ich hier zum 1-Minuten-Sportwagen. Das hier ist meiner. Und das ist deiner. Das sieht deiner auch ein bisschen besser aus, muss ich sagen. Dein Fisch. Du mein Fisch, ey, Katja. Oh nö, mein Sportwagen sieht echt nicht so gut aus insgesamt. Vor allen Dingen, ich habe den auch komplett aus Holz gebaut und deiner ist komplett aus Quarz und sieht sehr modern aus. Und meine sieht aus wie ein Fisch. Ja, das sieht aber süß aus. Ich gucke die ganze Zeit von oben wegen der Flosse auch hier hinten. Stimmt. Oh nein, ich habe hier einfach einen Fisch. Aber ich muss wirklich sagen, Katja, dein 5-Minuten-Sportwagen gefällt mir sehr, sehr doll gut. Dankeschön. Mir gefallen deine auch gut. Danke. Und Leute, ihr könnt auch sehr, sehr doll gerne in die Kommentare schreiben, welcher Sportwagen euch am aller doll besten gefallen hat. Also ich muss fast schon sagen, Katja, mir gefällt dein 1-Minuten-Sportwagen fast am besten. Ja, mir auch. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.